Ja, moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bild zum Gesicht. Ich bin heute nur als Pappaufsteller da. Der Olaf ist mit dabei. Miau. Der rasende Reporter Mikey. Ja, hu. Und der Wenzel, womit gerade kein Spitzname so einfällt. Ja, das muss auch nicht. Warum Wenzel auch immer seinen Namen auf der Stirn tätowiert hat, aber ist egal. Ja. Was? Das, also, ja, ne? Damit jeder weiß, wer er ist. Nee, damit er früher noch weiß, wer er ist. Ja, so. Damit mir keiner mir klauen kann. So. Das, ja. Genau. Ja, wie gesagt, heute mal eben ohne Franks Cam, weil alles ein bisschen zwischen Tür und Angel und so. Ja, heute mal ohne Bild im Gesicht. Was? Ohne Bild im Gesicht, ohne Gesicht im Bild, ach, wie auch immer. Ja. Dafür Gesicht im Bild, was? Genau. Deswegen, wir haben eigentlich ja viel abzuarbeiten. Gab ja genug letzte Woche. Der Giants hat uns ja mit ein paar Infos angefangen mit dem Mahindra Retriever Featurette Video vom LS, also mit diesem komischen getunten Golfbuggy oder was auch immer das ist. Getunten Golfbuggy, ja. Also Video läuft da, ne? Seht ihr? Da haben sie wo läuft's denn hin? Ja, wo läuft's denn hin? Ja. Nee, also es hatte halt, ich weiß nicht, so ein paar Sequenzen davon hatten ein bisschen was von GTA, fand ich. Ja, also, da wo so ein Strand lang fährt, ne? Ja, das erinnerte mich irgendwie ganz stark an GTA Online, ich weiß auch nicht. Aber ich habe immer noch darauf gewartet, dass die zeigen, dass man da zu zweit drin sitzen kann, aber. Ja, wird hoffentlich gehen. Also. Hoffe ich mal. Zumindest kannst du ein Bein damit transportieren. Ja, das ja. Sehr das geht übrigens mit meinem B-Pack auch. Aber das ist also halt in den West, Wenzel fährt im LS19 nur mit dem Mahindra die Ballen ab. Von uns allen. Ja, es könnte ein bisschen dauern. Das stand nicht im Vertrag. Macht nichts. Super. Ja. Nein, also wie gesagt, das Ding kommt ja dazu. Dann gab es halt direkt zwei Tage später das nächste Video mit den, wo ein bisschen auf die Tiere eingegangen wurde. Also gezeigt wurde, wo das, die Bäuerin da mit ihrem Pferd an den Tieren vorbeigeritten ist. Und ein bisschen was sehen konnte. Mhm. War eigentlich auch ganz cool gemacht. Milchtransport, LKW, Viehtransport, Anhänger. Ja, Pferdeanhänger. Milch selber verkaufen und so. Jawohl. Und der Waltra A-Serie. Ja, das war ja gleich bei den Factsheets. Ja. Dann haben wir jetzt, also wir haben jetzt Waltra A, N und T. Geht noch eine? Ja, S. Ja gut, da steht ja noch Coming Soon, mal gucken. Und dann sind es die Ants, oder? Die Ants, ja. Irgendwo hatte ich das letzte schon gelesen, und so, oh, dann haben wir ja die Ants jetzt endlich im Spiel. Eieiei. Ja, das war ein Kommentar irgendwo auf Facebook, kann ich da auch nichts zu. Ja, der hätte auch von Frank sein können. Ja, war ja gerade. Ja, ja. Weißt du, ich hatte das Kommentar nämlich nicht gelesen. Na. Ja, mit Pferdeanhänger und so, weil damit man die Pferde auch Gewinn bringen, an den Mann ne, weiterverkaufen kann. Und noch einen süßen Hund am Ende vom Video. Also. Ja. Wie gesagt, wie der dann implementiert ist, ja, ich bin ja mal gespannt. Also der soll ja eigentlich also nichts weitermachen. Nur so als Feature. Ja, das war ja auch. So, und dann kommen halt die Factsheets. Angefangen mit der Waltra A-Serie, die wir gerade schon mal genannt hatten. Genau. Ja, und das ist ein SR-314. Ja, ein Windrover. Das ist halt. Ein Schwader, den ich so auch noch nie gesehen habe. Theoretisch könntest du den eigentlich auch zum Wenden und Schwaden nutzen. Ob das im Spiel so ist, keine Ahnung. Okay. Eigentlich kann man die umbauen. Ah. Und die Waltra A-Serie ist die kleinste von denen dann, oder was? Also so. Haus- und Hofschlepper irgendwie. Hm? Wobei, naja gut, 110 PS. Oh. Ah, ist ja lächerlich. Nein, alles gut. So, dann hatten wir den nächste, das war genau der Case, die 7200er Pro Serie mit dem Shootemaker Rapid 580V hinten dran. Ja. Wobei ich da irgendwie, das liegt wohl an der Spiegelung, irgendwie finde ich den, ja, irgendwie sieht der Traktor, die Haube irgendwie komisch aus, weiß ich nicht. Also, ja, das könnte aber am Licht liegen. Ja, ich sage ja, das liegt höchstwahrscheinlich am Licht und an der Spiegelung. Weil die wirkt irgendwie so. Weiß ich auch nicht. Wirkt irgendwie komisch auf mich. Und das einzige Komische, was auf dem Bild aussieht, ist das Grünland. Ja.
was ja, hoffentlich nicht so bleiben das, wird. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja, es ist ein bisschen, ja gut, ich meine, wenn du tief gemäht hast, ne? Also, ja. Ja, vielleicht sind die da mit Mendoza drüber, man weiß es nicht. Ne? Ja, ne, es sieht tatsächlich ein bisschen, tatsächlich ein wenig kurz. Sehe ich jetzt ja auch gerade erstmal. Hm. Wollen wir mal schauen. Da war das uns mal überraschend. Aber wie gesagt, eine neue Marke, die Ladewagenfirma hier, Shootermaker oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ja, so, das passt schon. Also, auf jeden Fall interessant. Mal, ist auch mal wieder was Neues. Ja. Sieht noch schick aus, oder nicht? Also. Mhm. Ja. Gut, so, weiter geht's. Aber den nächsten Shootermaker, nämlich den Rapid 8400, also sprich dann als Tridem. Das Ganze höchstwahrscheinlich. Ja. Gibt es da sonst noch Unterschiede? Ne, ich glaube nicht. Ist auch ein Ladewagen, ja. Ja, ja, genau. Dann können wir da gehen wir direkt zum nächsten. Da hätten wir dann den Big Master Western WCF Animal Transport, sprich Pferdeanhänger. Und ja, gut. Finde ich, ist ja letztendlich nur logisch, wenn sie Pferde ins Spiel nehmen, dass sie auch irgendwie den Pferdeanhänger haben müssen. Macht Sinn. Macht Sinn, ja, Pferde, also dass sie dafür jetzt aber dann halt einen PKW-Anhänger nehmen, was ja grundsätzlich auch viele Leute tun, die halt, hat ja noch nicht jeder einen LKW für Pferde zu Hause, aber finde ich gut. Also ich finde, das finde ich noch besser, als wenn sie das jetzt eher ja, auf nein, es war keine Beschwerde, also ich habe mich nur, es freut mich halt, dass sie es so gemacht haben, also hätte ich aber nicht unbedingt erwartet. So. Ich finde, bei denen wäre es halt trotzdem schön gewesen, wenn die da auch alle Tiere mit eingebaut hätten. Ja. Also du kannst ja nur Pferde mitfahren. Und sonst nix. Hallo? Also, ja, gut, weiß ich nicht, ob man höchstwahrscheinlich nicht. Also steht zumindest so da. Zwei Pferde, ja. Ja, gut, aber eigentlich ja. In echt tust du dir auch ja, eine Kuh in deinen Pferdeanhänger. Also, ja, doch. Also wir haben auch einen Pferdeanhänger auf dem ja, Hof und fahren auch. Eine Ausrangierten. Zur Not geht das halt, ne? Ja. Aber irgendjemand, der seine Pferde damit transportiert, tut da bestimmt kein anderes Tier rein. Doch. Ich weiß ja nicht. Aber gut. Doch. Wir haben damit Schweine gefahren. Also, ja, es ist halt eigentlich. Hallo, möglich, aber, geht, wir reden hier über den Zuchthengst vom Herrn, den man sich hier züchtet. Also. Man züchtet ja nicht. Man züchtet nicht, oder? Ja, man züchtet, man kümmert sich um die und macht sie besser. So. Mensch. Pimp my horse. Das Klugscheißer. Ja, wow, kommen wir zum nächsten. Ja. Nee, das dauert noch. Moment. Moment. Ja. Da hätten wir nämlich den New Holland T6 Serie. Genau. Mit, wo man auch schön sehen kann, dass die Schläuche von der Saatdut oder von dem Fronttank unter dem Traktor längs geführt werden. Ja. Also ein wichtiges Detail, gerade wenn es dann zum nächsten Bild kommt. Und ja, ansonsten Trecker 125 bis 175 PS. Und mit ja, diversen Einstellmöglichkeiten. Also Reifenmarke, Reifen-Setup, Motor-Setup, Frontlader ja, nein. Und Räder, ja. Ja, nein. Ach nee. Ja, nein, ist auch gut. Ja, dann so next one. Da haben wir halt wieder den New Holland eben mit dem gerade angehängten Saattank und also Fronttank und eben der Seemaschine, wo man jetzt halt hier nicht sieht, dass der Schlauch unterm Trecker langgeführt wird. Deswegen daher ein wichtiges Detail. Aber sieht auf jeden Fall gut aus. Also die Seemaschine gefällt mir. Ja, auf jeden Fall. Hübsches Ding. Ich glaube, das war auch mein Highlight eigentlich von den ganzen Factsheets, dass die da drin ist. Ja. Ja. Nee, also auf jeden Fall sieht auf jeden Fall gut aus. Und was hatten wir noch? Ich glaube, zwei Stück noch. Genau, wir hatten hier den New Holland TX32, also mal wieder einen etwas älteren Drescher. Drescher. Müsste auch der sein, der im Classic DLC drin ist, ne? Ja, das. Nee, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist ein anderer. Kannst du dir gerade echt gar nicht sagen. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass da jetzt eben auch mal was anderes, älteres mit reinkommt.
wenn, ist er ja schon Vollkabine. Ne? Also. Das aber sieht auf jeden Fall auch gut aus. Also. Der TX34 ist im Youngtimer drin. So. Naja, gut. Aber was ist auch noch dran? Ja. Was ist noch dran? Aber das hätte ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Mehr irgendwie, weil Youngtimer ich mich nicht so. Aber ja, was man halt gut sieht hier, ist eben. Muss ja zugeben, wir haben doch geguckt. Dass halt eben auf den Feldern auch eben, dass da auch andere Sachen wachsen, außer nur das Getreide. Ja, da hat jemand vergessen, sein Unkraut zu behandeln. Ja, da wachsen aber ein paar Blümchen und so, die da eigentlich nicht hingehören, aber. Ja. Sieht auf jeden Fall auch gut aus. Also, das, wie gesagt, auf das, was so grafikmäßig da kommt, also auch von den Feldern und so, da freue ich mich drauf. Also man hat halt ja auch in dem Video vorhin kurz, um das nochmal anzusprechen, gesehen, dass halt auch die Pferde, die dass sich das Gras halt auch da bewegt und so, wenn du da durch hohes Gras reitest und solche Sachen. Mhm. Also mal gucken. So, und dann haben wir hier den letzten, ich glaube, das ist der letzte, ne? Ja. Das ist der 4300 DT. Auch so ein kleiner alter Schlepper mit Fortschritt HW80 Anhängern. Die aber nicht so konfigurierbar sind, wie manche Leute, die gerne konfigurierbar hätten. Richtig. Ja. ich vermisse das irgendwie jetzt aussuchen. Ja, ich vermisse den Schwerhexlaufbau. Unter anderem. Ja, da bist du nicht alleine. Aber okay, man weiß ja nie, was noch so irgendwann mal kommt. Richtig. Ja. Aber so, ja, sonst sind wir auf jeden Fall schon mal. Das Grundmodell ist ja schon mal da. Das ist ja auch richtig. Schon mal. Ja. Nee, sieht auf jeden Fall, mach ich leid. Wenn ich halt unter dem Traktor gucke, da die Spuren, die da halt drin sind, im Feld, ich weiß halt nicht, also, wo die jetzt, aber es sieht halt irgendwie, die Textur sieht irgendwie gut aus. Also, ja, das sieht nochmal stimmiger aus als im 17er. Ja. Das gefällt mir auf jeden Fall. So, das war's dann aber zum LS soweit für diese Woche. Ansonsten haben wir noch, ja, wie gesagt, nächste Woche, was gab's noch zu sagen? Achso, ich habe mit Assassin's Creed Odyssey angefangen am gestern Samstag. Genau. Und werde das jetzt eben ein bisschen weiter streamen. Meistens irgendwie abends, ich denke mal so gegen 9 meistens irgendwie dann starten und dann einfach mal gucken. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es jeden Tag mache, aber momentan, also heute Abend auf jeden Fall. Die nächsten, also wie gesagt, in der Woche dann halt mal schauen, aber wie gesagt, das macht Laune, das Spiel. Detroit Become Human ist beendet, also dies ist so gesehen einmal durchgespielt. Oh nein! Ja, doch! Fatal. Aber das habe ich ja schon, das hatte der Tobi, also Wenzel, ja auch schon mal angefragt, auch am Anfang. Das wird sicherlich auch mal irgendwie im Stream mal zwischendurch nochmal eingeschmissen und dann eben mit anderen Entscheidungen, die ich halt noch nicht kenne, um zu gucken, wie das dann ausgeht. Wobei ich da jetzt schon Schiss vor habe, weil die Entscheidungen sind böse. Lass doch einfach den Chat entscheiden, der ist immer nett. Ja, der weiß nicht, da sind ja eh alle tot. Das haben wir ja gestern bei Assassin's Creed gesehen. Ne? Töten oder laufen lassen? Töten. Tot. Weg. Ja, also Wrestling kommen jetzt diese Woche nur noch 2 Folgen, dann erst ab Samstag wieder. Mhm. Da ich die Woche nicht zu Hause bin und auch nicht aufnehmen kann, dementsprechend. Genau. Ein bisschen. Plus irgendwie noch ein bisschen krank am Wochenende, was dazwischen kam und so. Ja. Und das, also dazu, da, wie gesagt, also LS kommt halt jeden Tag irgendwie eine Folge und wenn ich sie halt morgens um 10 aufnehme, weil ich es vorher vergessen habe, nein, aber das kriegen wir hin. Spider-Man geht weiter. Donnerstagabend, so gegen 19 Uhr, ist auf Twitch wieder hier der zweite Teil von vom Battle of the Flauschetiers, also ich gegen den Martin. Also Katze gegen Panda. FIFA 19 hier, Foot, wer da Bock hat, gerne reinschauen. Und Freitag kommt Red Dead Redemption raus. Da freuen wir uns drauf. Also, wir beide auf jeden Fall. Und die anderen beiden wahrscheinlich auch. Also, Mikey nicht, weil der keine Konsole hat, aber. Ja, ich hasse Rockstar dafür, dass sie das wieder nicht finden. Nee, ich liebe sie dafür. So. Aber, wow. Hol dir einfach eine Konsole. Echt? Ja, klar. In einem Spiel.
Ist klar. Ja, mach doch. Das, es gibt noch mehrere gute Spiele. Detroit zum Beispiel. Ist ja Rockstars Entscheidung. Da erfreue ich mich halt beim Zuschauen. Ist auch okay. Ja, siehst du, das machen die mit Absicht, damit Leute wie du dann bei mir zuschauen können. Oder bei Frank. Wow. Das war doch jetzt schon wieder. Kannst ja den Preis fürs Spiel spenden. Ich spende dich doch. Wenn jemand Wenzel haben, der muss weg. Ja, das hat mit Red Dead Redemption dann gemacht wird, das müssen wir noch gucken. Ich wollte es eigentlich ganz gerne Let's Playen, aber ich muss mir noch überlegen, wie ich das handhabe oder mache. Vielleicht PC und PlayStation und so. Aber da überlege ich mir noch irgendwas bis zum Wochenende. Ich wollte gerade sagen, haben wir ja dann am Wochenende ein bisschen Zeit und dann, ja. Also wie gesagt, ich würde es halt höchstwahrscheinlich streamen, aber wie gesagt, momentan habe ich mit Assassin's Creed dann erstmal genug zu tun. Also diese Woche auf jeden Fall noch nicht. Aber mal gucken, was dann kommt. So, und ich glaube, das war's dann auch. Oder hat noch einer was auf dem Zettel irgendwie, was die letzte Woche passiert ist oder was nächste Woche passiert? Nö. Alles. Ich wüsste so nichts mehr. Nee, gut, dann ja, Frank, sag, mach was. Verabschiede uns. Ja, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn es so war, lasst uns einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder bei der nächsten Folge Bild zum Gesicht. Bis dahin, immer artig bleiben. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.